Hey, hey Leute, heute kümmern wir uns in Fairground 2 um den Flyaway. Mehr Infos dazu und wie das Ding fährt, seht ihr nach dem Intro. Das ist der Flyaway von Hus. Man kann gar nicht anders, als ihn in einer Reihe mit dem Enterprise zu nennen, denn im Grunde genommen ist er das, nur etwas umgebaut und man liegt drin. Das Ganze ist relativ cool und gibt es seit 1999, wenn ich mich nicht irre. Hus selber stellt ja seit 1975 bereits die Enterprise her und 1999 kam dann der erste Flyaway. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal an. Zack. Ja, viel haben wir nicht zu machen, außer Bügel schließen. Das heißt, die Passagiere sind drin. Man muss hier echt ein bisschen umständlich rein, wenn ich das so sehe. Musik passt gerade voll gut. Mal ein bisschen Nebel, das sieht doch auch geil aus. Ja, Bügel sind zu, Antrieb an. Und mehr haben wir eigentlich nicht, außer das Hubwerk, das wir gleich natürlich auch nochmal huben werden. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Wir huben das natürlich, ist ja klar. Das Ganze ist natürlich das Fahrgeschäft hier. Haben wir noch ein bisschen mehr zu sehen. Wir haben nur eine Nebelmaschine. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Wenn wir ein Stroboskoplicht dazu schalten, ist das hier eigentlich auch auf Leertaste? Nein, leider nicht. So, und dann wollen wir mal das Ganze ein bisschen anheben. Geht auch direkt nach oben. Wir können jetzt nicht so eine Zwischenstufe nehmen, leider. Wäre irgendwie cool gewesen, wenn wir es jetzt hier stoppen könnten. Aber es geht halt weiter hoch und weiter hoch und weiter hoch und weiter hoch. Bis es dann irgendwie fast senkrecht ist. Und das ist schon ein cooles Bild hier, muss man schon sagen, ne? Oder? Da kann man mal einen Screenshot machen. So, zack. Ich habe den Sound immer noch im Spiel. Meine Güte. Wollte ich doch rausgeschaltet haben. Aber das, meine Damen und Herren, ist tatsächlich der Flyaway von Hus. Schönes Fahrgeschäft. Das würde ich sogar mal mitmachen. Ein Enterprise eher nicht, aber das, wo man sich reinlegen kann, würde ich wahrscheinlich sogar noch mal mitmachen. Wie viele es davon tatsächlich gibt, kann ich leider nicht sagen. Er wird zumindest nicht mehr produziert. Das weiß ich. Es gibt in Frankreich wohl einen. Das weiß ich. In Frankreich und irgendwo im asiatischen Bereich wieder. Und in Großbritannien stand wohl eine, die ist seit 3 Jahren geschlossen. Seit 2 Jahren, also seit 2016 halt. Also seit mittlerweile 3 Jahren, also Ende 2019 wären es 3 Jahre. Ist auch egal. Auf jeden Fall wäre das die letzte Flyaway-Anlage, die geschlossen hat, glaube ich. Und es gibt dann einfach nur noch 3 weltweit, die aktiv sind, soweit ich weiß. Wir gucken uns jetzt aber erstmal die verschiedenen... Oh, okay. Nee, das ist nicht gut. Das ist ein schönes Bild. Das sieht doch schon mal besser aus. Ja, gut. Okay, kann man auch machen. Das ist ja Gegenlicht, das ist ja doof. Ah, ne, mit dem Licht war das. Ich finde das Gegenlicht irgendwie cooler. Wir können uns mal rein... Genau. Das können wir mal machen, richtig hier. Einmal mitfahren. Mann, es sieht nicht besonders aus so von hier, ne? Ist ja klar. Mit VR wäre das Ganze wahrscheinlich noch ein bisschen krasser. Was machen wir denn jetzt mal? Können wir den Antrieb eigentlich ausmachen? Nein, können wir nicht. Wir können das Gondellicht mal anmachen. Das ist doch mal schön. Die Spots und die Scanner. Komm, wir machen mal alles an und schalten dann das gute Stück mal auf Nachtmodus. Nein, natürlich nicht. Erstmal lassen wir die landen hier. So, Hubwerk. Da bleiben wir jetzt mal drin. Gucken wir uns das mal an, wie das hier von innen aussieht, wenn das Hubwerk runterfährt. Wenn wir landen. Ich glaube, das sind dann so ein paar G-Kräfte mehr noch. Als wenn sich das nur dreht. Hier, diese eine Stelle. Hier mit dem Licht so, ne? Das, genau. Das ist richtig cool irgendwie. Das sieht echt schön aus. Und das ist auch okay. 2 Stellen. Ist ja egal. Ja, wir wollen landen. Achso, den Antrieb sollten wir vielleicht ausmachen, ne? Ja. Dann landen wir auch mal. Kann man hier fast wortwörtlich nehmen. Ist ja ein Flyaway.
wenn man flieht, also fliegt, dann landet man ja auch irgendwann. Irgendwann. Eventuell. Ja, nun komm, bleib stehen. Und da stehen wir auch schon. Sehr schön. Machen die Bügel natürlich auf. Und dann können wir auch aussteigen. Und ja, zack, da sind wir schon raus. Wunderbar. So sieht ein gutes Stück aus. Und jetzt geht's aber in den Nachtmodus auf 23 Uhr. Schön dunkel ist es geworden. Und wir starten... Nein, wir starten noch nicht. Wir machen erstmal die Bügel zu. Und der Antrieb. Ganz wichtig. Und das Hubwerk können wir noch nicht. Wir müssen erstmal ein bisschen auf Fahrt kommen. Ist ja logisch, ne? Sonst ist ja langweilig. Meine, jetzt könnten wir das Hubwerk hochmachen. Können aber noch ein bisschen warten eigentlich, oder? Wir warten mal ein bisschen. Guck mal, wie das von außen so aussieht. Aber guck mal, von außen. Können wir das natürlich auch mal hier angucken. Wunderschön. Und jetzt das Hubwerk. Na, können wir gar nicht wegnehmen hier, oder was? So, guck mal. Also dieses blau-lila Gestaltung gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Ja, ich finde es immer noch schade, dass das Ding nicht so angestrahlt wird, irgendwie von Spot so oder na, aus der Ferne. Sondern nur halt hier unten die Platte. Aber ja, gut. Ist halt so. Ich weiß nicht, wie viel ihr seht, weil YouTube skaliert immer sehr dunkel. Was ich schade finde. Ich hoffe, ihr seht überhaupt irgendwas. Aber wir können uns jetzt nochmal in die Kamera reinsetzen. Hier in die 1. Also sind wir schon drin. Perfekt. Okay. So, guck mal hier. 7 Uhr morgens. Ist auch ein schönes Licht. Hat was. Lassen wir das mal von der Sonne bestrahlen. 17 Uhr. Das Ding ist bestrahlt und hell. Wunderbar. Es sieht echt schön aus. Es ist ein schönes Fahrgeschäft. Schade, dass es nicht mehr hergestellt wird. Und nicht mehr in Parks zu finden ist. So, also hier in der Nähe jetzt in Deutschland, sagen wir mal. Und auf der Reise. Ich glaube, für die Reise gab es das gar nicht. Kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist das der Flyaway von Hus. Wie schon oft angesprochen, eine Art Enterprise. Wir lassen den jetzt nochmal landen. Das ist ein anderes Fahrgeschäft. Das ist das Richtige. So, lassen wir jetzt landen. Guck mal, schauen wir uns von außen an. Wunderbar. Hat doch was. Der Antrieb geht aus. Meine Damen und Herren, wir landen. Bitte Vorsicht an der Bahnsteigkante. Ja, natürlich. Egal, ihr wisst, was ich meine. Einfach vorsichtig sein, ne? So, dann ist das hier natürlich der Ausgang, ganz klar. Exit only, ne? Ein schönes kleines Fahrgeschäft. Die Bügel öffnen sich ein letztes Mal. Und das war der Flyaway von Hus aus der Familie der Enterprise-Fahrgeschäfte. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, gebt dem doch einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Das Spiel ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, macht's gut, bis dann, euer Teddygan und ciao!